Marienberg-Kühnheide gefahren. Dort hat die Firma Blackbox Fireworks ihren Sitz. Und wie ich sehe, liebe Julia, die Lager dort sind voll bis unters Dach. Grüß dich. Ich denke, das kann man definitiv so sagen. In diesen Kartons hier zum Beispiel stapeln sich jede Menge Feuerwerksbatterien. Man wäre also bereit für den Verkauf. Die heiße Phase, die würde ja jetzt tatsächlich auch losgehen. Ja, und umso größer ist natürlich die Enttäuschung über die erneute Nachricht eines Böller-Verkaufsverbots. Und darüber können wir jetzt sprechen mit Andreas Vogt. Der ist hier Geschäftsführer in Marienberg. Ich grüße Sie, Herr Vogt. Hallo, wie haben Sie diese ja für Ihre Branche durchaus bittere Nachricht aufgenommen? Enttäuscht. Das ist vielleicht das richtige Wort, was man dafür verwenden muss. Wir haben schon Monate vorher auf diesen Tag gezittert. Das ist eine psychische Belastung, die wir da durchgemacht haben. Nicht nur wir natürlich, sondern die gesamte Branche. Wir brauchen Planungssicherheit, die ist nicht gegeben. Die Erfahrung aus den letzten Jahren haben wir in dieses Jahr wieder mitgenommen und wir sind nicht enttäuscht worden. Also es kam tatsächlich kurzfristig wieder. Jetzt ist es ja so, dass unter anderem auch Ihre Branche natürlich für diesen Ausfall ein Stück weit Unterstützung bekommt vom Staat. Reichen denn diese Hilfen aus und ist es das sozusagen, was Sie sich gerade wünschen? Nein, also diese Unterstützung reicht natürlich nicht aus, denn es ist nur eine kleine Erstattung der Betriebskosten, die man hier bekommt. Wir reden ja aber immerhin von einem Verkaufsverbot. Das heißt, wir dürfen unsere Ware nicht umschlagen. Wie sollen wir denn bitte schön unsere Kredite zurückzahlen, wenn wir unsere Ware nicht zu Geld machen dürfen? Also wir müssen hier definitiv von einer Umsatzentschädigung reden. Und das sind andere Unterstützungen seitens des Staates gefragt und nicht so lapidare Aussagen wie im letzten Jahr, dass man auf die bestehenden Ü3-Hilfen zum Beispiel verweist, die unsere Bedürfnisse überhaupt nicht abdecken. Wir brauchen definitiv den Dialog zur Politik, den suchen wir krampfhaft und wir hoffen, dass wir dann auch gemeinsam entsprechend Lösungen finden, die effektiv sind. Vielen Dank, Herr Vogt. Ja, ein Vorschlag könnte zum Beispiel sein, so heißt es von Pyrotechnikverbänden, dass man doch zum Beispiel legale Feuerwerksshows von Städten organisiert, ja durchaus durchführen könnte, denn da würde ja eigentlich keine Gefahr bestehen. Kommen wir mal zum Stichwort Umwege, Julia. Wenn der Verkauf in Deutschland verboten ist, besteht da nicht die Gefahr, dass der Schmuggel von Feuerwerk aus Polen oder Tschechien florieren könnte dann? Ja, definitiv. Die Gefahr besteht genau schon wie auch im letzten Jahr. Der Zoll und auch die Bundespolizei, die warnen natürlich eindringlich davor, das nicht zu tun. Denn das große Problem ist, dass viele Böller aus Polen und aus Tschechien tatsächlich in Deutschland illegal sind. Die haben Zusatzstoffe, die besonders gefährlich sind und eine sehr, sehr große Explosionskraft haben. Also da sollte man natürlich auch erstmal daran denken, sich selbst zu schützen und dort diese Waren nicht zu kaufen. Und die Bundespolizei zeigt jetzt auch in den nächsten Tagen natürlich besondere Präsenz, versucht auch an den bekannten Straßen nach Polen nach Tschechien Präventionsgespräche mit möglichen Käufern zu führen und eben aufklären, dass man das im Zweifel jetzt in diesen Zeiten nicht tun soll. Vielen Dank, Julia Grünwald, für die Eindrücke aus Marienberg-Kühnheide. Dankeschön.